Und damit hallo und herzlich willkommen zum Market Briefing von TradingPortal.net. Heute eine relativ kurze Version. Letztendlich ist gestern auch nicht so viel passiert an den Märkten. Man wartet gespannt auf das Jackson-Hole-Symposium, das Treffen der Notenbanker, welches morgen beginnt. Heute könnte noch ein neuer Tiefpunkt folgen. Schauen wir uns gleich ganz kurz nochmal in den Chartbildern an. Gestern, wie gesagt, gab es etwas Volatilität. Auf und ab an der Wall Street hier zu sehen, beim kurzen Spike nach oben. Was gab es dort? Dort gab es schwache Konjunkturdaten zu vermelden und da gab es ein bisschen mehr den Hoffnungsträger. Ah ja, dann könnte die Noten, den kennen wir ja schon, den Trader, dann könnte die Notenbank ja vielleicht ihre Straffungspolitik pausieren. Dann ist alles wieder in sich zusammengefallen, und man ist zurückgefallen ins Minus. Letztendlich haben alle Indizes gestern auch im Minus geschlossen Minus geschlossen. Ich mache schon die nächste Grafik auf und man wartet letztendlich ab auf morgen das morgige Notenbankertreffen. Man ist sich einfach nicht sicher, ob Jerome Powell hier nur in hawkisch oder dovish auftritt, also ob er nun mehr Richtung Pause tendiert oder eben doch im Kampf gegen die Inflation eine Rezession in den Kauf nimmt. Gestern hatten wir nämlich die schwachen Daten, wie gesagt, hat einen kurzen Spike hat's ausgelöst an den Indizes, hier beim Einkaufsmanager-Index, Einkaufsmanager-Indizes auch für Deutschland wurde gemeldet, für Eurozone und eben für die USA, gerade Dienstleistungsbereich USA 44,1 glaube wurde gemeldet. Das ist schon sehr tief in der Kontraktionszone. Der Dienstleistungsbereich befindet sich eine Rezession, verarbeitendes Gewerbe, die Industrie, die hält die Sachen noch ein bisschen, aber dort schmelzen die Gewinnmargen auch in sich zusammen. Das ist der Preisdruck, der wirkt auch vom Immobilienmarkt, da kommen mittlerweile auch die hohen Zinsen an, gibt es doch spürbaren Rücklauf. Also es waren wirklich schwache Daten, die in Rezession, ziemlich deutlich in Rezession zeigen, zumindest im Dienstleistungsbereich, wo der Preisdruck vorhanden ist, der ist auf alle Fälle dort schon angekommen. Und das war ein bisschen die Hoffnung, ja, da muss doch der gute Jerome Powell, muss doch einen Hinweis geben, dass die Geldpolitik nun nicht mehr so sehr gestrafft wird. Aber Obacht, ich denke, er wird ganz klar weiter auf Straffungskurs bleiben, bis eben die Inflation deutlich spürbar Richtung Inflationsziel von 2% fällt. Da sind wir noch ein bisschen entfernt, was er sagen wird. Ne? Das kann sein, dass es dann vielleicht sogar ein Non-Event wird, dass er definitiv das Tempo herausnehmen möchte. Das ist ja gerechtfertigt. Ne? Wir haben durchaus bei den Rohstoffen, wir haben bei den Lieferketten, gibt es Entspannung. Also gibt es Signale, dass der Inflationsdruck in den USA, wie zwei Paar Schuhe, USA, Europa, Deutschland, wo die Energiepreise weiter pushen werden, aber in den USA ist durchaus der Peak zu erkennen und Rücklauf der Inflation und das könnte eben so rechtfertigen, dass er nicht mehr Vollgas geben möchte. Kein 75 Basispunkte Schritt. 50 sind meiner Meinung nach durchaus zu erwarten und Konsens wäre in Ordnung. Immer noch ein großer Schritt, immer noch Straffung. Das Tightening beginnt. Fast 100 Milliarden an Liquiditätsentzug ab September. Also das ist alles noch sehr ordentlich. Es kann sein, dass er ein bisschen Richtung Lockerung spricht, also nicht Lockerung, Anführungsstrichen, also jetzt nicht mehr Vollgas gehen möchte, dass erstmal positiv vielleicht aufgenommen wird, aber dann das zweite Gedanke, eigentlich ist ja trotzdem noch Straffungspolitik, Leitzins noch nicht am Ziel, das Tightening, das wird am meisten wehtun am Aktienmarkt, ist dreifach so hoch ab September wie damals 2018, wo es das Taper-Tantrum gab, wo die Märkte im viel besseren Umfeld sehr, sehr negativ drauf reagiert haben und das darf man einfach nicht vergessen, es ist mal so ein kurzfristiger Blick. Es kommen bald wieder Geschenke, aber übergeordnet sind wir in der Straffung drin, bis locker Ende des Jahres, solange das Tightening, was jetzt beschleunigt wird, nicht hier irgendwie passiert, ist das ein einfaches Umfeld schwierig für Aktienmärkte. Das ist ein volatiles Umfeld. Wir haben Wachstumsschwäche, sprich technische Rezession eigentlich schon. Die Unternehmensgewinne schmelzen dahin, auch aufgrund des Preisdrucks. Und eben, wir haben eine Notenbank, die strafft. Ne? Wir haben jetzt hier keine Nullzinsen mehr. Wir gehen Richtung 3,5%. Wir haben Liquiditätsentzug ab nächster Woche von knapp 100 Milliarden Dollar im Monat. Das ist ein Umfeld. Das ist nicht ein Umfeld für beißende Bullenmärkte, es ist ein volatiles Umfeld, im besten Fall volatil und versuchen dann irgendwie eine Bodenbildung überzugehen. Sprichwort volatil, ich hatte es ja auch im Wochenausblick schon gezeigt,
Das war ja hier der Volatilitätsindex VIX, ne? Der hat hier unten seine eine kleine Kurve hingelegt. Es war Zeit für einen neuen Zyklus, für einen Anstiegszyklus, für ein bisschen Volatilität, für Unsicherheit. Und pünktlich zum Wochenauftakt ist diese hereingekommen. Und dieser Zyklus hat eigentlich locker Zeit, 3 Wochen, dass wir 3 Wochen vielleicht etwas volatiler bleiben. Da haben wir die Notenbank-Sitzungen fallen dort rein, die nächsten geldpolitischen Entscheidungen. Wir haben in Jackson und was dann betreibt. Es ist der Bereich der erhöhten Unsicherheit und der eben dann auch Abgaben mit sich bringen kann. Für die Bullen wird es wichtig, dass sie eben auf alle Fälle, egal was passiert, keine Abrisskante verursachen, sondern versuchen sich zu stabilisieren. Da könnte man gerade am US-Markt vielleicht eine Bodenbildung wagen. Ist ja mein bullischer Fall, ne? Dass man jetzt seitwärts läuft am Jahrestief, volatile Phase hat, nervös, aber im seitwärts läuft, versucht sich doch zu stabilisieren. Im bärischen Fall befinden wir uns in einer Bärenmarktrallye, die komplett in sich wieder zusammenfällt. Kann ich ja diese Grafik hier nochmal vorbringen, ne? Die Überlagerung mit den letzten, mit der letzten. Mit dem letzten, wie heißt es, Bärenmarkt, weil also Finanz- und Schuldenkrise 2008, 2009, aber ähnliche Grafik, 70er Jahre, Stagflationsszenario, passt ganz ähnlich zusammen, ne? Aktuell blaue Linie, wo wir uns befinden, wo es auch immer starke Gegenbewegungen gab in Bärenmärkten, die dann in sich kollabiert sind und dann, ja, wären wir erst auf halber Strecke. Das ist das bärische Szenario, wie gesagt, das bullische Szenario. Dann haben wir jetzt eine volatile Phase, gerade die nächsten 3 Wochen werden volatil werden mit den geldpolitischen Entscheidungen, aber dann. Wenn man diese hier das Jahrestief verteidigen, ist vielleicht in der Tat die Chance gegeben, dass man sich nachhaltig stabilisieren kann. Aber das gilt es zu beobachten und vor allen Dingen gilt es jetzt wir haben jetzt den Test gesehen, wichtige Widerstände, wir haben Fehlausbruch gesehen, der Vorwochen Rücklauf war wahrscheinlich, ne, und ist noch meiner Meinung nach nicht am Ziel, und dass man hier die Abrisskante vermeiden, also komplett durchrauschen, sondern in eine langsame Konsolidierung übergehen, an wichtigen Unterstützungszonen ankommen und dort die Bullen wieder Gegenwert zeigen. Das ist jetzt wichtig. Schauen wir uns hier kurz im Chartbild an, hatte ich eben schon offen, das war der DAX nochmal, hatte ich ja gestern schon gezeigt, ne, hat uns eingekeilt, war auffällig, ne, war Auflösung, stand im Raum. Hat einen Inselumkern ausgebildet mit dem Aufwärtsgap und Abwärtsgap, wie damals quasi im Mai, Juni war es nun wieder der Fall. Wir sind per Abwärtsgap zurückgefallen, auch unter die 100 Tage, nehmen wir Fehlausbruchszenario hier und hatten nun die erste Schwächetendenz. Und eigentlich müsste jetzt noch die 13.000 nachkommen. 13.000 gestern schon erwähnt, ist auch eine Zone, die für einen großen Verfall. Im nächsten Monat ist der große Verfall mit dabei, der dritte große Verfallstermin in diesem Jahr. Da ist die 13.000 auch eine relevante Zone. Also das ist eine Zone, da müsste Gegenwehr kommen. Ne? Die Zone ist jetzt im Raum, aber bitte dort muss Gegenwehr kommen. Das ist so wichtige Konsolidierungszone. Hier könnte man, hatte ich gestern schon gesagt, gegebenenfalls dann eine SKS-Formation anstreben mit stärkerer Gegenwehr an der 13.000, die heute gegebenenfalls getestet werden kann. Auch die gestrige Tageskerze, ne, sah ja schon sehr aus. Ziemlich hochgelaufen Richtung 13.3 hatten thematisiert und dann fast Schluss auf Tagestief. Da, ja, die weist Richtung 13.000. Beziehungsweise ja 13.050 knapp bis 12.975. Tiefer darf es nicht gehen. Bitte nicht per Abrisskante, bitte nicht auf Schlussbasis. Ansonsten fällt die Sache dann zügig in sich zusammen Richtung 12.750 und dann im Weiteren vermutlich das Jahrestief. Denn das ist alles sehr, sehr fragil, besonders beim DAX, besonders in Deutschland. Wir gehen ja in einen sehr unsicheren Winter hinein. Also auf alle Fälle unterhalb der 13.3. Ja, da haben wir. Die 12.130, die könnte zum 13.130, die könnte zum Start interessant werden. Kommen wir gleich unterhalb rein, ist die Tür Richtung 13.000 offen. Da muss es dann heute, wenn wir dorthin spiken, muss es dort Gegenwehr geben. Und dann müsste man hoffentlich dann hier an so einer rechten Schulter arbeiten für eben rechte Schulter arbeiten für die mögliche SKS-Formation, die wir dann hier hätten. Das ist wichtig. Alles, was tiefer geht, dann sprechen wir von der Abrisskante. Dann kann es vielleicht ganz ähnlich werden wie hier, dass dann zügig Richtung neues Jahrestief geht. Also heute ein neuer Tiefpunkt. Aber wichtig wird, dass man sich dort stabilisiert und dann schauen, was bringt denn Jackson Hole morgen das Notenbanker Symposium. Ne? Übermorgen spricht dann erst Powell. Aber bis dahin ist ein bisschen erhöhte Unsicherheit im Raum. Wir gehen kurz in die S&P 500 rein. Gestern auch nicht viel passiert. Wir hatten hier auch ja, wunderbar den Abpraller am Abwärtstrend und am SMA 200 an der 200-Tage-Linie. Da sind wir hier zurückgefallen. 4.185 ist der erste wichtige Widerstand. Unterhalb ist die Spanne Richtung 4.100.
SMA 200 bei knapp 4085 im Blick. Da sind wir schon gut angekommen. Fallen wir dort durch 4050. Ja, es wäre schon gut, wenn man sich jetzt knapp an der 4100 hier ein bisschen stabilisieren kann an den 100-Tage-Linien. Dort durchbrechen, vielleicht sogar per Abwärtsgap wieder die nächste Obacht vor sich. Da sind wir auch hier, sind wir auch unter das 50er-Dreh, sind wir 4185, EMA 200 sind wir auch durchgebrochen per Sportkurs. Das ist immer, ja, da sind wir direkt im nächsten Cluster drin. Also hier durchbrechen, 4.1, ja, vor sich sind wir schnell an der 4050 und unterhalb der 4050 Die 50-Tage-Linie, hatte ich gestern schon gesagt, ist mein Konsolidierungsziel. Nach dieser starken Rallye, die man gesehen hat, ist das ein sauberes Konsolidierungsziel. Hier die 50-Tage-Linie kommt dann hochgelaufen bei 3.970, langsam Richtung 4.000. Das wäre ein sauberes Ziel. Bis dahin, dann müssen die Bullen kommen, muss bullische Kraft kommen. Wenn keine bullische Kraft kommt, ist hier Vorsicht geboten, dann kann es direkt weiter Richtung Jahrestief gehen. Hier nochmal eingezeichnet, die Retracement der aktuellen Bewegung, ne, vom Jahrestief Richtung Sommerhoch-Rally, 50er Retracement, hier auch knapp 3.970. Ne? Das ist eine gute, wichtige Zone, wo die Bullen hinlaufen können und dort Gegenwehr bringen müssen. Da könnte man übergeordnet vielleicht auch noch diese hässliche ISKS-Formation aufgreifen. Ne? Wenn bullische Stärke vorhanden ist, knapp unter der 4.000, muss sie spätestens kommen. Ansonsten sacken wir hier schnell wieder in uns zusammen. Also Zwischenzone 4000, knapp 4085, unterhalb 4050 im Blick. Und wenn es noch tiefer geht, vor Jackson-Hole wäre schon fast ein bisschen zu schnell, die 50-Tages-Linie, die dann unbedingt gehalten werden muss. Auffällung oberhalb der 4185 in den Dow Jones auch noch hinein. Der hat ja seinen Fehlausbruch hier oben gehabt, Abwärtstrend und SMA 200. Zurückgefallen, EMA 200 verletzt. Und sind wir auch an den 100-Tage-Linien dran, bei knapp 32.600. Dieser Test ist eigentlich offen, dass man hier noch komplett anlaufen kann und dann sie vielleicht stabilisieren. 32.440, 32.600, ne, diese Zone, dass wir diese zur Stabilisierung nutzen. Rutschen wir direkt durch, ja, was schon auffällig wäre, wenn wir ohne Gegenwehr durchrutschen, geht es auch hier zum GD50, zur 50-Tage-Linie, wichtige Zielzone, bei knapp 31.850. Auch hier kann man dann immer noch diese ISKS-Formation, Umkehrformation, eine bullische, wieder aufgreifen. Die Gegenwehr muss kommen. Das ist ein ganz normales Konsolidierungsziel, die 50-Tages-Linie. Sicherlich auch knapp 50er Retracement der Bewegung, Jahrestief zum Sommerrallye hoch. Ganz normale Bewegung. Wenn dort bullische Kraft aufkommt, könnte man sagen, oh ja, die Bewegung, die hat vielleicht doch ein bisschen Substanz. Die Erholungsbewegung ist nicht nur eine reine Bärenmarktrallye. Hier ist wichtig, die Entscheidung wird hier wohl gefallen, ob man komplett wieder in sich zusammensackt, Bärenmarktrallye wie hier, dann direkte weitere Abverkauf Richtung Jahrestief oder ob wirklich bullische Kraft vorhanden ist. Aber als erstes 100-Tage-Linie im Blick, dieser Test ist noch offen, könnten wir heute abarbeiten. 32.440, 32.600, die Zone durchrutschen nicht, dann sind wir an der 50-Tages-Linie. Erholung, erste gibt es oberhalb der 33.300 in den Nasdaq hinein, ebenso aus Fehlausbruch-Szenario, Muster gültig, ne? Per Inselumkehr, Aufwärtsgap, Abwärtsgap, Inselumkehr, Abwärtstrend, EMA 200, ne? Ganz klassischer, wie hier, ne? Ganz klassische Umkehr, saubere Umkehr, und das sieht noch nicht so aus, dass wir hier gleich einen Boden finden. Wir haben jetzt hier den SMA 100 bei 12.750, oberhalb ist noch eine Erholung möglich, Zwischenerholung, die sogar bis in den 13.3er Bereich laufen können. Hier diese Form dieser SKS-Formation, die wir zum Wochenausblick schon angesprochen haben, die könnte man dann noch basteln, ne? Ein bisschen Abwärtsdruck herausnehmen, Abwärtskanten vermeiden, ne? Abrisskanten vermeiden. Dann ist das ja wichtig, das muss hier so stabilisieren an der 57 am SMA 100 und dann gegebenenfalls hier eine SKS-Formation ausbilden, die dann Richtung GD50-Tageslinie um 12.350 anvisiert wird. Rechnerisches Ziel wäre tiefer, aber hier ist eben die Chance gegeben, dass man dann vielleicht mal auf bullische Kraft treffen kann. Oberhalb der 13.300 wäre wieder der EMA 200 bei 13.420 im Blick und darüber, ja, da kommen neue Hochpunkte sogar. Also aktuell auch hier beim Nasdaq, ja, 100-Tage-Linie könnte noch getestet werden, ne? Liegt ein bisschen im Raum bei 57,
könnte heute folgen, aber dort bitte keine Abrisskante, nicht durchrutschen, hier an die SKS, die ich gerade eingezeichnet habe, arbeiten, dann abwarten, was denn in Jackson Hole passiert, direktes Durchrutschen, Abrisskanten, Obacht, ne, das ist zu viel, es muss langsamer nach unten gehen, im bullischen Sinne, langsam Richtung hier 50-Tage-Linien, übergeordnet ist das dann die nächste Zone, wichtiges Konsolidierungsziel, und dann müssen die Bullen zeigen, ob sie Kraft haben, ja oder nein. Das war der kurze Market Preview kurz vor der Eröffnung. Wir haben ja 8.55 Uhr. Wie gesagt, ja, der DAX aktuell 13.120, knapp 130, so eine Zone. Wenn man da bei Abwärtsgap rein, ist die Tür relativ weit geöffnet Richtung 13.000. Dort aber bitte auf Gegenwert treffen. Dann ist eine Zwischenerholung möglich Richtung Notenbankertreffen Donnerstag und Freitag. Und dann müssen die Karten neu gemischt werden. Bloß kein Abverkauf Richtung Wochenschluss, das wäre wichtig im Sinne der Bullen, sofern sie denn irgendwelche Kraft haben. Das soll es gewesen sein, kurze Market Briefing. Wir sehen uns dann gleich auf tradingportal.net im Trading Chat und wollen mal sehen, ob heute die wichtigen unteren Ziele angelaufen werden. Die ersten wichtigen unteren Ziele. Das war's, vielen Dank fürs Zuschauen, bis bald, ciao.